Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead Rising 4. Und dann wollen wir mal loslegen. Oh Gott, das kann was werden. Oh Mann! Komm her, Großer, komm! Komm her! Komm! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ich packe dich ab! Nein! Komm her, komm! Ah! Komm her! Komm her, sofort! Komm schon! Komm schon! Komm runter! Komm! Komm her! Komm! Komm schon! Komm! Komm, da fehlt nicht mehr viel. Ach, der hat schon selber in die Luft gejagt. Dickes Foto machen. Super! Und da ging er in die Luft. Puh!
Fall 2 abgeschlossen. In Old Town fand ich heraus, dass Obscurus etwas jagt. Und dieses Etwas macht auch Jagd auf sie. Apropos Psychos. Vic hat Dreck am Stecken. Sie liefert Überlebende für ein Exklusivinterview mit Fontana von Obscurus ans Messer. Sie ist noch verrückter, als ich dachte. Aber nicht so verrückt wie dieser Tom Pinkton. Der schießt den Vogel ab. Früher Milchfarmer, jetzt Faschist. Ein echt guter Freund. Seine Technikerin Hammond gab mir den Schlüssel für den Damm. Dort hat es Obscurus hingelockt. Dieses Ding. Sie ist cool. Wir sind jetzt Freunde. Ich habe gerade noch gesehen, wie Obscurus diesen Korder verfrachtet hat. Wer oder was das auch ist. Und jetzt verfolge ich sie, um herauszufinden, wer oder was dieser Caller ist und warum Obscurus ihn unbedingt haben muss. So, Fall abgeschlossen. Hm. 39%, okay. So. Dann wollen wir mal weitermachen. Jede Menge Meldungen im Obscurus-Funkverkehr. Was ist mit diesem Konvoi? Obscurus hat jetzt das Monster im Truck gefangen und bringt es irgendwo hin. Ich werde sie verfolgen. Ich verbinde dich mit ihrem Funkverkehr. Das sollte dir helfen. Und noch etwas. Ah, das Auto ist kaputt. Ich glaube, Calder ist der Name des Monsters. Klingt nach einem Menschen, nicht nach einem Monster. Ich checke das. So. Nächster Blub. Weg mit dir. Brauch ein Auto. Jemand scheint den Konvoi anzugreifen. Weißt du wer? Weiß nicht. Vielleicht auch Leute? Ziemlich mutig für ein paar einfache Farmer. Brauch unbedingt ein Auto. So, nur die Autos, die blinken, funktionieren. So, da rennen wir mal ein Stück. Wir finden bald ein Auto. Der Mann ist alt, der kann nicht mehr so viel rennen. Brauchst ein Auto. Ein Auto. Ein Königreich für ein Auto. Nee, da sind sie doch schon. Da sind sie doch schon. Was läuft denn hier? Was da? Hör auf! Werd schon wieder beschossen. Oh. So. Brauch immer noch ein Auto. Hast mich geschossen. Kein Auto in Sicht, was ich mir nehmen kann. Ja. Ah!
Kamera nicht an! Na, ah, meine Kamera. Es geht doch nicht über den Tod zu rennen, da Kraus. Zu viele! Das sind zu viele! Da stand was für ein Tattoo. So, jetzt haben wir eine Tätowierung. Frank hat eine Tätowierung. Ah, mehr als eine. Brauchen wir noch ein Auto? Autos sind hier gerade rar gesät. Auch keins. Quatsch. Ah. Nein. Okay. Gestorben. Okay. Dann geht's mal weiter. Mal schauen, ob wir noch die Tätowierung haben. Ja, Hammer. So. Brauchen wir noch ein Auto. War immer noch ein Auto, ich finde aber keins. Ach, Mann. Es geht doch nicht über den Duft brennender Kerl. So. Frag mich, gibt's hier echt kein Auto, was ich nehmen kann? Ja. Ah, hier haben wir eins. Ein Imbisswagen. Das bedeutet Hausarrest. Entweder hat Obscurus miserable Fahrer oder hier läuft große Scheiße. So. Oh, ich schon Auto fahren. So. Oh, no.
Na toll, gegen den Laternenmast gesprungen. Ei Gott. Red, ich habe den Containertruck gefunden. Da stimmt was nicht. Ich schau's mir mal an. So. Da reden wir mal mit dem Konvoi-Überlebenden. Hey, du, hilf mir mal, ja? Oh Gott, du bist Frank West. Mir geht's echt übel. Ich brauch Morphium. Im North Peak Unterschlupf gibt's was. Besorg mir Morphium, dann verrate ich dir, was wir transportiert haben. So. Abgemacht? Okay, okay. Ich denk drüber nach. Gut, aber beeil dich. So. Da will jemand Morphium. Frank, hier ist Paula. Ich habe noch ein paar interessante Hinweise für dich. Schick sie dir grad. Oh. Ja. Das war mein Auto. Lern fahren, Arschloch! Ja! Okay, vielleicht brauche ich eine Brille. Huch! Ja. Komm hier nicht mehr weg. Gut, das hat sich erledigt. Dachte ich ein Auto fahren. Nicht gut. Ich und Autofahren kann man so vergleichen, wie das passt zusammen, wie Ketchup und Ei. Ah, komischer Vergleich, aber ist halt so. Oder Zucker und Ei. Ach ja, hier müssen wir rein, stimmt. Da war was. So, Morphium so. So, dann suchen wir mal Morphium. Danke, dass du auf uns aufpasst, Mann. Ja, ja. Morphium, Morphium. Ach, da ist es. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Wie viele Punkte habe ich eigentlich? Du brauchst Vorräte, mein Freund. Ach, 54.000. Laserschlitz.
Ja, bitte. Ja, gehört dir. So. So, mal gucken. So. Achso, hier drin geht das gar nicht. So, haben wir das Morphium. Testen wir mal unser neues. Oh. Ha. Ja, das hebe ich mal für rechte Zeiten auf. So, dann laufen wir mal zurück. Dann geht's mal zurück. Der liebe Frank ist alt. So. Bist du das, West? Sorry, ich erkenne nichts. Oh, gut. Ich mag dich, West, aber ich kann nicht verraten, was wir transportiert haben. Aber ich kann sagen, dass Comantus eine Bergungsmission nannte, bei der etwas zu F&E-Zwecken aus der Stadt gebracht wurde. Interessant. Okay. Wenn du eine Decke findest, oder Alke, dann... Okay, was zur Hölle geht denn hier? So, ihr Lieben, dann haben wir die Folge heute auch geschafft. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ciao!